Let's go! Gibt ja nur noch diesen einen Aufzug, ne? Das wäre der einzigste jetzt. Und sonst wüsste ich nicht wohin. Gehen wir da mal hin. Ah, lass mich bloß in Ruhe, Mistvieh. Jill! Hi, Jill. It's you. Barry? I'm really embarrassed to see you now. Just leave me. Go quickly. It's over, Barry. Wesker's dead. Is that so? Jill, will you do me a favor? This is my last wish. Please give this photo to my family. Will you? Sure. Forgive me, Jill. My God! Schönes Mädchen, arme Sau, nicht? Let's get going, Chris. We can't stop. Wir dürfen uns hier nicht aufhalten. Ja, dann lass uns. Ach, jetzt weiß ich, jetzt habe ich aber ein anderes Problem, merke ich gerade. Schmeißen das Ganze mal weg hier. Dann gibt's jetzt mal die Magnum. Ja, möchte ich. Ne, da kam ich hin. Ne, da muss ich hin. Ja. Mal gucken, wo es da überhaupt hingeht. Ja, wo bin ich denn hier? Ein ganz langer Weg. Oh. Okay, Brad hat sich wieder gemeldet. Diesmal musste ich nicht eigenständig werden. Ja. Okay, eine Batterie. Ja, wir haben die noch... Ah, ich denke mal, ich weiß warum. Ja, wir müssen ja... Here. Ladies first. Go first, Jill. But Chris... Give me a chance to play nice guy. Okay, I leave it up to you. See you again at the heliport. Ja, oder so. Hey, wir brauchen ziemlich Platz im Inventar, weil wir Brad ja Bescheid sagen müssen, dass wir da sind. Ich meine, da liegen gleich irgendwo Leuchtraketen rum. Die wir einmal in den Himmel schießen.
deswegen dachte ich mir das schon. Das wäre nämlich ein Inventarplatz frei geworden. Ja, legen wir rein. Hier sind wir, Brad. Komm zu uns. Schaffst du, ne, Brad? Ja, okay, das ging doch einfacher als ich dachte. Normalerweise kommt der Tyrant nochmal. Und den müssen wir da oben erledigen, auf dem Landeplatz. Und dann schmeißt nämlich Brad von oben von seinem Hubschrauber einen Raketenwerfer runter. Dann müssten wir nämlich dann auf den Tyrant schießen. Ja, warum das jetzt so war, aber keine Ahnung. Anscheinend habe ich so schlecht gespielt, dass sie mir das erleichtert haben. Gebe ich euch nicht zu, also das habe ich richtig schlecht gespielt, aber mir hat es sehr viel Spaß gemacht, es war auch sau lange her, dass ich es gespielt habe. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, mal wieder zu zocken. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht zuzusehen. Das heißt, es gibt auch noch verschiedene Endsequenzen, aber ich werde euch nicht jede zeigen. Also man müsste man einmal mit Chris durchspielen. Es gibt ja noch Rebecca. Rebecca begegnet man, wenn man mit Chris spielt. Es gibt auch eine Möglichkeit, dass alle überleben, also dass auch Barry sogar im Hubschrauber ist. Gibt es auch eine Endsequenz. Nur ich habe mich nie wirklich damit befasst, wie man das halt... Da müsste man das Spiel halt komplett nochmal durchspielen, auf andere Art und Weise. Vielleicht auch Schwierigkeit erhöhen. Aber ja, ich bin jetzt froh, dass ich es durch habe. Hat Spaß gemacht. Mit Ach und Krach, sagen wir es mal so. Ich glaube, zweimal bin ich verreckt. Einmal bei den scheiß Hunter und bei den scheiß Vögeln. Also bei den Vögeln, das ist eigentlich generell peinlich. Ja, das Spiel ist Feuerei. Was kommt als nächstes? Habe ich mir gedacht, dass Counter-Strike Condition Zero kommt. Also, wie gesagt, bis dahin, ne? Ich wünsche euch noch viel Spaß, falls jetzt noch was kommt. Ja, schwarzes Bild. Ja, da hat er mich einer 5 Stunden 20. Oh, scheiße. Ich habe schon gesehen, Speedruns, die machen das fast unter einer Stunde, glaube ich. Also. Naja. Noch was? Speichern. Ja, das tun wir jetzt auch mal schnell, das dürft ihr auch nochmal sehen. Halle. Yeah.
wie gesagt, das war's jetzt von dem Spiel. Ich verabschiede mich dann jetzt hiermit und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Projekt. Bis dahin, tschüss.